Dann der letzte im Bunde. Gott, wie hast du, Anton? Was hast du noch vor? Genau, ich habe hier noch eine zweite Aktion und da würde ich ganz gerne, weil ich einen akademischen Hintergrund habe und jetzt auch wieder ordentlich aussehe, ordentlich angezogen bin. Zumindest und ordentlich gespeist hast, vergiss das nicht. Ordentlich, ich habe von Fantastik gespeist, würde ich mir gerne ein bisschen Wissen über Okkultismus, Kulte etc. anlesen. Also ich würde gerne studieren. Ja, das klingt wie Study. Jo. Du kennst bestimmt jemanden an der Charterhall University, der dich so nach Geschäftsschluss in die Bücherei lassen kann. Ja. Also würfel einfach mal. Es ist wieder ein Fortune. Ist wieder ein Fortune Roll. Achso, okay, wie mache ich den? Du klickst einfach an und bei der Position gibst du Fortune Roll ein. Okay, alles klar. Effekt Standard nehme ich an. Okay. Möchtest du was Spezielles wissen oder möchtest du einfach, das ist im Übrigen, du hast zwei Würfel, du hast auf beiden eine 6 gewürfelt, das ist ein kritischer Erfolg. Nice. Möchtest du was Spezielles wissen oder möchten wir einfach annehmen, dass du Dinge weißt? Kann ich mir einfach den Okkultisten anhaken für... Ja, es ist ein One-Shot, komm, do it. Alles klar. Du lernst ein oder zwei seltsame, aber jetzt so aus diesem Buch heraus, du weißt gar nicht mal, wo es her ist, einfach durchzuführen klingende Rituale aus diesem Buch. Du kannst dir was ausdenken. Du kannst dir hinterher in einem Flashback noch was ausdenken, wenn es nötig wird. Falls dir einfällt, dass du was Spezielles brauchst. Jo. Gut. Damit sind alle fertig. Möchte noch jemand Coin ausgeben, um eine dritte Downtime-Action zu bekommen? Braucht die auch jemand? Na, wo sie mich so frech unterschlagen haben, würde ich noch sagen. Ich habe dich frech unterschlagen. Es tut mir absolut leid, Jack. Aber ich dachte eben natürlich auch hä, wieso? Also Schoko war noch nicht dran. Ich bin die Liste durchgegangen, wie ihr es in der Pause gewürfelt habt. Und ich habe total vergessen, dass Jack gar nichts gewürfelt hat. Jack, du hast noch zwei. Bitte erleuchte uns, was hast du vor? Ich möchte mit meinem Coin investieren, um meine verramschte Bude wieder wasserdicht zu machen. Okay, finde ich gut. Das war eine Aktion, du hast noch eine zweite. Möchtest du vielleicht Pools Physiker aufsuchen? Ja, aber ich habe leider kein Geld für den, weil meine Bude, da läuft Wasser rein, das ist erstmal wichtiger. Okay, in diesem Fall mach es doch dasselbe wie Asher, ja? Würfel ein W6 und bei einer 5 oder 6, Vielleicht diese ganze neue beheizte Bude, vielleicht heilt mich das ja. Das finde ich gut. Sagen wir bei einer 4, 5 oder 6. Ich würfel einfach mal. Du hast tatsächlich Geld dafür ausgegeben, um deine Lebenssituation zu verbessern. Das trägt, glaube ich, zu deiner Erholung bei. Da kommt noch Wasser rein. Ersetzt deine blutige Nase einfach mal durch eine schmerzende Nase, ja? Der Effekt bleibt derselbe, aber sie blutet auf jeden Fall nicht mehr. Gut. Es ist 4 Tage her. Ihr sitzt gerade in der, wie ich bereits sagte, ausgebrannten Kneipe, die ihr einen Unterschlupf nennt, in der ihr euch treffen und planen oder eure Geschäfte durchführen könnt. Euch auch mit anderen Gangs treffen, die euch meinetwegen auf den Sack gehen wollen. Nicht, dass es dafür gerade jemand den Kopf hätte. Da treten zwei grobschlächtige Gestalten in die Kneipe ein. Durch die Tür habt ihr vermutlich irgendwann ausgehängt, denn sie waren nicht mehr für irgendwas gut und die Wände sind auch nicht mehr vollständig. Wie gesagt, treten durch die Tür ein. Einer von beiden hat eine Kiste in der Hand, blicken sich einmal um und grinsen euch an. Hey, Basso lässt euch grüßen. Oh, bonjour. Beste Grüße zurück. Die beiden treten euch heran. Ihr könnt ihn als Henna identifizieren. Einer von Bassos Vertrauteren. So der typische Schläger. Er ist ziemlich breit, er ist ziemlich groß, er hat eine Glatze. Und nach allem, was man hört, ist er nicht der Allerhellste. Er tritt euch heran an den Tresen, der noch überraschend erhalten ist, dafür, dass die Bar mal abgebrannt ist. Stellt die Kiste ab. Ihr könnt sehen, dass sich darin einige Flaschen befinden mit nicht näher definierbarer Flüssigkeit. Erstmal Grüße vom Boss. Geht aufs Haus. Dann, er hat den Job für euch. Ihr habt ihn ja schon angenommen, nicht wahr? Na, aber richtig. Genau. Merci für die Aufmerksamkeit. Genau. Ihr sollt euch am Devilfish-Kanal, Ecke Ashway, treffen. Da, die Gondoliere wissen schon Bescheid. Da wird ein Boot sein, auf dem ihr die Übergabe macht. Er greift jetzt in die Kiste und zieht davon einige Geldsäcke hervor. Hier, er gibt ihm das Geld. Er zählt insgesamt, es sind insgesamt 6 Coin in 3 kleinen Säcken, sagen wir mal. Er gibt euch das Gerät, ihr bringt es zu Basso. Einfacher Job, ey. Na, aber nur wenn nichts passiert, ja? Ja, dafür seid ihr ja da. Ey, Henna,
Dein Tipp mit dem Hund, der war kacke. Ja, was glaubst du? Ich habe genauso viel Geld verloren wie du. Glaub mir, ich will dich nicht bescheißen. Ich bin der Letzte, der dich bescheißen will. Du erinnerst dich entfernt an eine Einlage in Boxring der Lamplegs, in den du ordentlich eingeschenkt hast. Er scheint dich seitdem ein wenig zu meiden. Scheiße, Mann, ich würde dich ja entschädigen für den beschissenen Tipp, aber ich bin selber blank. Hier, wenn ihr den Job durchmacht, werdet ihr auch gut bezahlt, ne? Okay. Den Besitzer von dem Hund will ich mal vorknöpfen. Ich habe versucht, ihn in die Finger zu kriegen, aber der ist mir entwischt. Irgendwo in Dunslow scheint er sich verkrochen zu haben. Nicht so wichtig. Den kriegen wir noch, wenn er zurückkommt. Oh ja. Ja, er klopft dir auf die Schulter, nimmt noch einen, entkorkt irgendwie eine Flasche, nimmt da noch einen kräftigen Zug raus, reicht sie dir dann und dann ziehen die beiden noch wieder ab, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Nun, dann sollten wir uns zu dieser Gondoliere aufmachen, nicht wahr? Ihr habt bekommen von Bastobas 6 Coin. Merkt euch das, ihr müsst euch nicht notieren, aber merkt es euch. Würde ich jetzt auch direkt mal reingucken. Ja, es sind buchstäblich 6 Coin und ein paar Flaschen mittelguter Whisky. Einige davon nicht mehr so ganz voll. Gut, also es sind 6 da. Nutzen wir das noch. Ja. Machen wir es relativ kurz. Ihr könnt zum vereinbarten Zeitpunkt an dem Kanal, also an dem Devilfish-Kanal, Ecke Ashway sein. Das ist so in etwa hier, wenn ihr auf die Karte schauen möchtet. Ich ping da ein paar Mal drauf. Mhm. Ihr seid umgeben von Mietkasernen, Wohnbaracken. Nichts, was Aufmerksamkeit erregen würde. Hoch über euch seht ihr eine Brücke, die irgendwie im dritten Stock über den Kanal führt ins nächstbeste Haus. Soweit so gut. Unten ist ein kleiner, nicht sehr vertrauenswürdig aussehender Steg. Und daran liegt tatsächlich, wenn ihr ankommt, bereits zum vereinbarten Zeitpunkt, nehme ich an, bereits ein Kanalboot, das so ein bisschen quer über den Kanal hängt. Darauf stehen 4 Gestalten. Ihr kennt den Gondolier recht offensichtlich, denn er hat die Starkstange in der Hand. 2 große, grobschlächtige Männer, nicht ungleich denen, die euch den Auftrag gegeben haben. Vielleicht noch ein bisschen größer, vielleicht noch eine Handbreit breiter. Und eine eher kleine Gestalt, die in eine Kapuzenrobe gehüllt ist. Was möchtet ihr tun? Ihr steht gerade auf dem Steg vor dem Gondoliersboot. Oder wenn ihr die Sache vorher auskundschaften wolltet, sitzt einer von euch gerade vielleicht auf einem Dach und beschaut sich die Szene. Ja, also wir würden auf jeden Fall die umliegenden Dächer oder so nach Scharfschützen oder sowas absuchen. Ja, genau, da würde ich nämlich liegen. Also tatsächlich dann noch mit Ausrüstung. Dieses Mal nicht mit Pistolen, sondern mit einem langen Gewehr. Es ist tatsächlich. Ja. Es ist tatsächlich. Spyglasses. Es ist tatsächlich ein Gewehr. Wo auch immer du es her hast, hier gewöhnlich, also das Militär, Zugriff auf solche Sachen. Wer mit Langwaffen hantiert, das sind meistens irgendwelche Glattlaufmusketen. Aber dieses Ding hat dir vermutlich bereits mehr als einmal gute Dienste geleistet und ist auf 60 bis 100 Schritt ganz tödlich akkurat. So bist du in Position. Ihr konntet keine weiteren Schützen oder Ausgucke sehen. Zumindest von hier oben nicht. Was tut ihr also? Ich glaube, das sind unsere Kontaktpersonen, nicht wahr? Ja, Boss. Sieht gut aus, Boss. Sieht gut aus. Dann sollten wir noch einmal ihn vorstellen. Ja. Ihr könnt dann zu viert, wenn ihr möchtet, aus dem Schatten heraustreten, euch auf den Steg begeben und von da aus die leicht schwankende Gondel? Das leicht schwankende Kanalboot jedenfalls betreten. Der Gondolier nickt euch nur freundlich zu. Ihr kennt ihn selbst nicht, aber ihr wisst so im Hinterkopf, dass die Gondoliere prinzipiell in der Tasche der Lamplegs sind, während die Kutschenfahrer prinzipiell ja mit den Red Sashes zusammenarbeiten. Und vor euch ist euer Ziel, euer Verkäufer, euer Übergeber jedenfalls. Bonsoir, mes amis. Ich glaube, wir haben gemeinsame Geschäfte zu tätigen. Ihr macht unabhängig voneinander 2 Beobachtungen. Zum einen Faye. Du kennst die beiden grobschlächtigen, es sind Bodyguards vermutlich, die hier stehen, erkennst du. Das eine ist tatsächlich Ulf Isenborn selbst, der großgewachsene, wildbehaarte Skovlander, der seit etwa einem Jahr die Stadt unsicher macht und sich einen gewissen Ruf für Brutalität gemacht hat. Ash, Jack, du kennst ihn auch. Er ist
nicht unbedingt eine Legende, aber er ist ein wohlbekannter Kämpfer, Krieger, Soldat auf jeden Fall gewesen, auf der anderen Seite. Seit der Vereinigungskrieg in Skovland vorbei ist, nun, scheint er hier in Duskwall sein Auskommen zu finden. Ihr habt euch selbst vermutlich nie gegenübergestanden, aber sein Name ist dir auf jeden Fall im Begriff. Und Fader, kennst du, ist einer von seinen blond behaarten, ebenfalls Kumpanen, ebenfalls Skovlander, großgewachsen, breit, bleichhäutig, der hier ebenfalls als Bedeckung dabei ist. Zweite Bemerkung ist... Wie heißt du? Anton, Kardinal. Euer Übergeber, die Figur in der Mitte, in einer Kapuzenrobe gehüllt, er, sie, es, das Geschlecht ist dir bis heute nicht bekannt, kann allerdings seine Identität trotzdem nicht ganz gut bewahren. Es ist definitiv Quellen. Eine Hexe? Hexerin? Ein Hexer? Nicht ganz sicher. Auf jeden Fall freischaffend. Und ihr könnt euch bis aufs Blut nicht ausstehen. Oh, mein Gott. Und du bist dir nicht nur sicher, ihn oder sie zu erkennen, sondern ebenfalls erkannt zu werden. Denn die Gestalt nimmt den Kopf etwas hoch, zieht die Kapuze ein wenig zurück. Und zwei leicht bläulich glimmende Augen schauen dich aus der Finsternis an. Das kann ja etwas werden, Quelin. Ah. Eine schwer zuzuordnende Stimme, die Bodyguards sagen gar nichts, verschränken nur die Arme. Klingt von unter der Kapuze dir entgegen. Anton. Es ist wie immer eine höchst zweifelhaftes Vergnügen, dich zu sehen. Wir müssen aufhören, uns auf diese Weise zu treffen. Bedauerlicherweise können wir nicht ohne einander, hm? Ihr habt das Geld? 7 Coin. Ja, würde mal die anderen anschauen. Es waren 6 ausgemacht. Es waren 7 ausgemacht. Versuch nicht, mich übers Ohr zu hauen. Ich schaue einmal unseren Jack an. Du würdest es Quellen, ihm oder ihr, es ist dir bis heute nicht klar, definitiv nicht, nicht absprechen, den Preis erhöht zu haben, einfach als du hier raufgekommen bist. Ja, Boss? Ich glaube, es ist vielleicht besser, wenn ich nicht die Verhandlung führe. Wir haben eine gewisse Vorgeschichte. Ah, ja, klar, Boss, alles, was du sagst. Du bist doch auch ganz gut mit dem Vokabular. Vielleicht kommst du besser mit dir zurecht. Ich probier's, Boss. Gute Hexe? Guter Handlanger? Ich muss euch ja nur ungern enttäuschen, aber Preis ist Preis und Preis waren 6. Der Preis waren 7. In euer... Wenn der eure Leine hält, meint, er müsste euch übers Ohr hauen, ist dies nicht mein Problem. Gebt das Geld und bekommt die Ware oder geht wieder. Aber seien wir doch jetzt mal ehrlich, seien wir doch mal kurz ehrlich jetzt hier. 6 ist auch ein guter Preis. 6 ist ein guter Preis. Und das wissen wir beide. Und ihr wollt doch nicht wieder ohne Geld gehen. Das wollt ihr doch auch nicht. Nicht, wo ihr so einen angeheuert habt. Hier, so einen großen. Der ist auch nicht günstig. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab von dem gehört, der ist nicht günstig. Du bringst gute Argumente. Möchtest du ihn oder sie vielleicht überzeugen? Ja. Das klingt wie ein Wurf aufs Fay. Ich würde mich zu Consort überreden lassen, aber ich denke, Sway ist hier das Paradebeispiel. Ja. Risky, controlled, was ist es? Es ist risky und Standard. Wir haben einen Scharfschützen auf dem Dach. Ja, aber das weiß Quelle nicht. Bonus-Size habe ich nicht. Feuer. 5. Er, respektive sie, seufzt einmal. Nun gut. Ich will mich mit 6 zufrieden geben. Und lasst mich euch sagen, nicht um alter Freunde willen. Sie wirft Anton einen durchstechenden Blick zu. Aber ihr habt das Geld, ja? Lasst erst sehen. Die Konsequenz kommt noch, keine Sorge, ich sag dir. Komm mal nach vorne und stell mal die Kiste ab, wahrscheinlich. Ja, okay. Sie macht eine, er oder sie, macht eine Handbewegung. Und Ulf Isenborn, der Große, kniet sich ab, blickt kurz in die Säcke hinein und nickt einmal im Sinne von, sie sind voll. Nun gut, dann habt ihr hier wohl die Gerätschaft. Er oder sie, Quellen, greift unter ihren Mantel.
zieht dein Gerät hervor. Es sieht, Anton, ich bin nicht sicher, ob du es erkennst. Es sieht auf jeden Fall reichlich... Das war nicht Anton, okay. Es sieht auf jeden Fall reichlich kompliziert aus. In der Mitte ist eine leicht pulsierende Flasche mit einer bläulichen Flüssigkeit darin. Und darum ist ein aus Kupfer und Messing konstruiertes Gerät. Es sieht ein bisschen aus, als wäre eine Antenne daran. Ich bin mir nicht 100% sicher, wofür es da ist. Aber es hat... Es interagiert... Du kannst mir einen Informationswurf machen, ja. Ich denke, das ist... Entweder auf Study oder auf Attune. Ja, dann mache ich auf Study. Okay. Position ist wahrscheinlich... Das ist ein Fortune Roll, weil es Gather Information ist. Okay, alles klar. Es passiert nichts, wenn du es nicht weißt. Dies scheint... es ist nicht ganz ein Lockmittel für Geister, aber es scheint auf demselben Prinzip. Du hast eine 6. Ja. Es scheint Energien aus dem Geisterfeld in die Echtwelt zu kanalisieren. Man könnte nicht unbedingt ein Tor in die Sphäre reißen, aber etwas Ähnliches, um mal in die bekannten Maßstäben zu denken. Also auf einer Metaebene in die bekannten Maßstäben zu sprechen. Oh, ein astraler Katalysator. Sehr interessant. Nun, offensichtlich habt ihr... Oh, du hast studiert, stimmt, da war ja was. Nun, offensichtlich hast du ein oder zwei Sachen dazugelernt seit unserer letzten Begegnung. Nimm es, bevor ich es mir anders überlege. Ja. Und lass es nicht fallen. Das würde mir nicht im Traum einfallen. Ich habe genug Geld bezahlt dafür. In diesem Moment, Asher, du bist aufmerksam. Du hörst das leichte Röcheln eines Mannes, der abgestochen wird. Es muss irgendwo hinter euch sein, zwei Gassen weiter. Und bevor du darauf reagieren kannst, das Läuten der Geisterglocke in der Ferne. Kann er mich hören? Irgendwas geht hier ab. Verlocht, ein Witwit. Wir haben das Geschäft beendet. Ich nehme das Gerät an mich und wir machen uns zum Abgang bereit. Okay. Die anderen auch? Ja, genau. Ja. Pool oben auf dem Dach. Du hörst die Geisterglocke läuten. Und auf dem Boot ist definitiv niemand gestorben. Tust du etwas? Wenn du eine Minute wartest, siehst du die Krähe aus der Finsternis auf dich zukommen. Auf uns zu. In eure grobe Richtung. Ja, ist näher vielleicht ist nicht zu sagen. Im Bootinneren jemand gestorben? Kann das sein? Es ist nur ein flaches, es ist so wie eine Gondel, wie du eine Gondel in Venedig vorstellst. Ja, okay, hätte also sein können, dass irgendwie noch so ein... Ja. Ja, nein, so. es gibt kein Inneres, es ist ein sehr flaches Kanalboot einfach. Ja, dann wird das Gewehr sofort wieder eingepackt und ich würde mit der Umgebung verschmelzen, vom Dach runterspringen und so schnell wie möglich mich an die Gruppe anschließen. Du schließt zu den anderen auf. Ihr macht euch auf den Weg fort von hier, während die Krähe über euch ihren Schrei ausstößt. Ihr seid euch nicht ganz sicher. Hat es mit euch etwas zu tun? Klingt nicht so. So oder so, die Aufmerksamkeit wird bald hier sein. Mach mir bitte einer von euch, wer sich heute unglücklich fühlt, einen W6. Also ich nehme mal berufen fühlt. Okay, ich nehme den ersten, ja. Die 4 reicht mir. Ihr seht aus der Saatengasse, in die ihr euch verzogen habt, tatsächlich die Geisterwächter kommen. 3 Mann in petrolfarbenen Roben und bronzenen Masken mit gezogenen... Es sind ähnliche Elektroschlagstöcke, wie ihr auch in Anton einen benutzen sehen habt, danke sehr, wie sie um eine Ecke nicht sprinten, marschieren. Ab und zu zum Himmel blickend, dem Ruf der Krähe folgend. Sie sehen euch nicht, gehen euch vorbei und ihr könnt dann die Hauptstraße betreten und den Weg weiterführen. Glück gehabt. Leicht verdientes Geld. Kurze Zeit später seid ihr zurück im Lagerhaus der Lampblacks. Basobas empfängt euch bereits diesmal unten in der Lagerhalle, zwischen Haufen von Steinkohle. Ihr habt gehört, dass das Lagerhaus ursprünglich einem Industriemagnaten gehörte, aber als er starb, empfanden seine Erben nun den Handel mit Steinkohle als nicht mehr sonderlich profitabel, da die gesamte Stadt und ja sogar das gesamte Imperium immer mehr auf die durch das Dämonengut gewonnene Elektroplasma, elektrische Beleuchtung umsteigt. Und elektrische Beheizung, was das angeht. Und so ließen sie das Gebäude verfallen, bis Barca und seine Lamplex irgendwann kamen und es in Besitz nahmen. Punkt ist, ihr steht zwischen einem Tisch, an dem gerade zwei Männer Karten spielen, und einem Kohlehaufen,
als Basso die Arme ausbreitet und euch in Empfang nimmt. Ah, meine treuen Freunde. Bonjour, Basso. Ihr habt das Gerät? Oh, bien sûr, natürlich. Ein astraler Katalysator. Wie bestellt. Hervorragend. Ja, aber was waren das für Krähen? Warum? Die Glocke, Mann. Habt ihr jemanden abgestochen, oder was? Ich nicht. Habt so? Ich hab nichts gesehen von da oben. Ich hätte gerne diese alte Echse abgestochen. Eine, Ihr kanntet euch? Quellen ist der. Ich bin mir nicht sicher, einzige, den man auch ohne mit den Schwestern Deals zu machen, solche Sachen kaufen kann. Anton, zumindest du bist dir sicher. Es gibt. Sie nennen sich die Dimmer Sisters, die dimmeren Schwestern, so wie man die Abbilder des Mondes nennt, die man manchmal am Himmel sehen kann. Sie kontrollieren im Grunde den Handel mit Geisteressenzen und aus ihnen gewonnenen, nun, allen möglichen Gegenständen und Derivaten in der gesamten Stadt. Und Quellen gehört zu einer der wenigen Leute, die mutig und oder töricht genug ist, ohne ihren Segen und vor allem ohne ihnen Tribut zu schulden, noch Handel mit solchen Dingen zu betreiben. Ja, bien sûr kenne ich sie natürlich. Es gibt eine gewisse Vergangenheit, die mich und sie zusammenschweißt, aber. Na, wusste ich nicht. Habt ihr wenigstens einen guten Preis gekriegt? Nein. Ich sagte ja, wir haben eine Vergangenheit. Na ja, gut. Ihr habt das Gerät, ja? Lass sehen. Ich sehe. Ich würde es ihm übergeben. Ja. Hält es hoch, er mustert es ein wenig. Sieht vernünftig aus. Ich weiß nicht, wisst ihr, wie man sowas benutzt? Es soll Geister anlocken. Oder so ähnlich. Exactement. Nun, ich habe eine Doppel-6 gewürfelt. Kann ich es ihm erklären? Nicht unbedingt so, dass er es versteht, aber wird auf jeden Fall verständlich nicken. Oh, und dann dreht er ihr diesen Regler und damit funktioniert quasi das, was in der Bouteille ist, wie eine umgekehrte Vortex und damit erklingt eine gewisse Resonanz in die Geisterfrequenz und damit, Er versteht davon mehr als ich. Passt auf. Er versteht auch mehr als ich, Mann. Er lehnt sich ein wenig, also tut noch einen Schritt nach vorne, legt eine Hand auf die Schulter. Pass auf, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Wollt ihr noch einen Job? Wenn er den gut abzieht, ist die ganze Sache vielleicht schneller vorbei, als wir alle gedacht hätten. Nun, zuerst zu unserer Bezahlung. Sicher doch. Hier, er kramt aus seiner eigenen Westentasche einige Münzen heraus, zählt die ab. Es ist insgesamt ein Coin, das er dir in die Hand drückt. Oh, merci. Ist nicht viel, aber war ja auch ein einfacher Job. Leicht verdientes Geld, eben. Was wollt ihr denn mit dem Ding? Ich frage jetzt auf eine Off-Ebene. Das könnte so maximal 1-2 Stunden dauern. Wollt ihr das noch machen oder wollen wir hier Feierabend machen? 2 Stunden eher nein. Ja, ich glaube, dann hören wir an der Stelle auf. Okay. Dann machen wir hier Feierabend. Ich werde sicherlich irgendwann nochmal eine spontane Runde dafür aufziehen. Und wir sind hier Schluss. Gut. Das finde ich gut. Was war ein Ende? Nicht wirklich. Basel wird euch euren Plan mitteilen. Ihr sollt. Also, das ändert sich dann voran, gibt dir das Gerät wieder, Anton. Pass auf, man sagt mir, dass man mit dem Gerät einen Geist im Brunnen öffnen kann, der eigentlich versiegelt ist. Auch hier, du weißt, ein Geisterbrunnen oder Geisterbrunnen generell sind Orte, an denen sich natürlicherweise die Geister der Verstorbenen sammeln. Niemand weiß so ganz, nach welchen Gesetzmäßigkeiten sie entstanden ist oder wo exakt sie sind. Aber so einen, nun ja, unter dem Haus zu haben, kann ziemlich unbequem sein. Naja, so wie man ja sagt, ist unter der Red Sash Academy so ein Brunnen, der vor langer Zeit versiegelt wurde. Und hiermit kann man ihn wohl wieder aufmachen. Und das Letzte, was die Jungs gerade brauchen, sind rachsüchtige Geister, die durch ihr Hauptquartier spuken, Ich verstehe, es ist gewissermaßen ein Präventivschlag. Richtig. Und wenn ihr sie so hinreichend abgelenkt habt, können wir alles, was sie nach außen liegen haben, aufmoppen und dann sehen wir die Überhand. Dann haben wir die Überhand. Oberhand, so. Oh, ein sehr cleverer Plan. Das muss ich schon sagen. Und wollt ihr einen Job? Das hängt wie immer von der Bezahlung ab. Komm, wir gehen hoch aus Büro und reden damit. Und so folgt ihr Basso was einmal mehr in sein Büro.
Ihr werdet einmal mehr mit doch relativ teurem und relativ hochwertigem Whisky verwöhnt, je nachdem wie sie auf solches Zeug steht, und hört euch in Ruhe sein Angebot an. Aber dies ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Wer wird Crosswood am Ende beherrschen? Wir werden das vielleicht noch herausfinden.